So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SCS Software. Wie man schon vielleicht an der Belichtung hinter mir sieht, sind seit der letzten Aufnahme doch wieder ein paar Stunden vergangen, weil ich privat mit meiner Familie ein bisschen SCS 7 Days to Die gespielt habe. Erstmal die Kamera wieder richtig einstellen. Ja, man sieht auch schon, es ist dezent. Man sieht halt nur die Monitore so. Es ist dezent dunkel. Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen hochgehe, guck wieder der Wetterabgleich. Der Wetterabgleich ist schon echt krank, wie hell der werden kann. Da ist schon echt nicht schlecht. Ich sehe, wenn ich meine Bildschirme dunkler stelle. So. Okay, kann man tatsächlich. Na ja, gut, ne, also trotzdem. So, okay. So, wenn ich sie jetzt heller stelle. Dann sind sie wieder stark überbelichtet. Wobei man auf dem Bildschirm hier trotzdem noch relativ gutes Bild erkennen kann, aber hier ist einfach völlig überbelichtet. Na gut, ich mach. Boah, Alter, das ist wirklich hell. Das ist ein bisschen zu dunkel. Deswegen habe ich die immer, normalerweise immer 50%. Also so. So sind sie 50%. Ja, ich habe mir dafür ein paar Skripte zugelegt und kann quasi mittels DDC, genau, über die Skripte die Helligkeit in den Bildschirm regeln. So, egal. Da wollen wir eigentlich gar nicht rein lange rumschnacken hier. Wir wollten ja eigentlich hier American Truck Simulator spielen. Ich hoffe mal, es passt alles soweit automäßig. Also, der war immer noch falsch eingestellt hier. So. Okidoki. Let's play the shit out of it. So, wir waren, glaube ich, in irgendeiner Schwertransportmission, wo wir ein Haus transportiert haben. Genau. Keine Ahnung mehr, ob wir da fast fertig waren. Das werden wir gleich sehen. So. Ready to roll. Ah, noch 75 Meilen. Let's go. So. We are on the road. Von daher erstmal direkt Musik einschalten. Und ja, ich weiß, ich könnte auch mit einer Taste den Player starten. Das Problem ist halt, es gibt keine Taste, um diesen Zufallsmodus zu aktivieren. Von daher muss ich immer in den Player rein. Oh, da gibt es ja mittlerweile eine Taste. Ich habe ja letztens zumindest keine gefunden. Für den Player. Media Player. Genau. Ja, man könnte mit einem von den beiden Tasten kann man den Player auch starten, soweit ich weiß. Aber es gibt halt keine Taste, um den Zufallsmodus zu steuern. Oh, wenn ich jetzt hier. Jetzt Stopp mache und dann die Pause 1-Taste drücke, fängt die Musik auch automatisch an. Das heißt, man könnte es auch direkt über die Taste starten, aber wie gesagt, dann wäre es halt ohne Zufallsmodus. Naja, was soll's. Oh. Ja, da war ja was. Ach, schöne Landschaft hier. Diese engen Straßen hier. Oh, ein Bus. Immer schwierig, wenn man den Gegenverkehr so abpassen muss, dass man selber immer bei diesen zwischen zwei von diesen Stäben ist.
Aber ich gerade relativ gut hinbekommen. Das Einzige, was ich leider nicht steuern kann über DDC, ist die Helligkeit von dem TV. Ich weiß nicht, ob das bei TVs allgemein nicht üblich ist, dass man die Dinger über DDC steuern kann. Oder ob einfach nur dieses spezielle Modell nicht kann. Oder aber ob dieses spezielle Modell nicht mit Linux kompatibel ist. I don't know. Also mit dem, also dass das Tool nicht mit dem Pferd kompatibel ist, so. Das weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall kann ich den Fernseher leider nicht steuern. Beziehungsweise alle Fernseher, die ich bisher hatte, konnte ich bisher über DDC nicht steuern. Aber bei Monitoren klappt das halt relativ gut. Weswegen ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe, warum. Es gibt ja, also bei Laptops ist es ja standardmäßig, dass du immer diese Multimedia- oder Funktionstasten hast. Und da kannst du bei Laptops auch generell über Tastenkombis die Helligkeit von dem Backlit steuern. Warum gibt es nicht solche Tastaturen auch für Desktop-PCs? Warum ist das keine Option irgendwie, dass es Tastaturen gibt, die dafür extra Tasten haben, sodass dann der Rechner dann über DDC einfach alle Bildschirme oder bei allen Bildschirmen die Bildschirmhelligkeit steuern kann? Weil das ist halt, zumindest bei den Monitoren, die ich bisher hatte, überall standardisiert. Du hast halt einen Helligkeitswert von 0 bis 100%. Und damit kannst du halt arbeiten. Bei den Laptops ist es ja nichts anderes. Hast du auch die Hintergrundhelligkeit, hast du auch als Wert, den du von bis einstellen kannst. Und was dann halt runtergerechnet wird auf 0 bis 100%. So. Das heißt, wenn man es da standardisieren kann, dann kann man das genauso auch bei Desktop-Monitoren. Aber ich habe, wie gesagt, bis heute keine einzige Tastatur gefunden. Ich finde auch unter Windows keine Möglichkeit, irgendwie die Helligkeit vom Bildschirm zu ändern. Und unter Windows brauchst du auch dafür wieder immer Drittsoftware. Obwohl doch die 10 Standard ist. Also es ist ja nicht mehr etwas, was herstellerspezifisch wäre oder so. Sondern sowohl dieser DDC-Standard als solches ist standardisiert. Und auch die Art, wie die Bildschirme über DDC angesteuert werden. Also welcher Parameter davon was bedeutet. Auch das ist weitestgehend standardisiert. Na. Und selbst wenn nicht, wie gesagt, dafür gibt es ja Datenbanken. Darauf greift ja dieses DDC-Tool unter Linux auch zu. Aber, wie gesagt, unter Windows keine Möglichkeit. Und weil es unter Windows wahrscheinlich nicht möglich ist, andersrum, weil es unter Windows nicht möglich ist, gibt es wahrscheinlich auch keine Tastaturen, die solche Tasten anbieten. Obwohl es halt super geil wäre. Aber was macht der schon wieder für eine Party? Mir aus dem Weg oder aus dem Weg? Oh, Schussdämpfer-Party hier. Na, wie gesagt, letztendlich habe ich mir selber halt ein paar Skripte erstellt. Die halt einfach in dem Moment, also ich habe halt ein paar verschiedene Tastenkombis,
Für 0 bis 100% in 10er Stufen. Die dann halt für alle angeschlossenen Monitore einfach über DDC die Helligkeit setzen. Dann habe ich sogar noch ein zweites Skript erstellt, also ein zweites Skript. Wo ich das auch über dieses Skript einstellen kann. Allerdings mit der Ausnahme, dass nur der mittlere Bildschirm von der Helligkeit gesteuert wird und die anderen beiden einfach auf 0% gesetzt werden. So dass ich das mit nutzen kann, wenn ich abends Filme gucken möchte. Dann habe ich in der Mitte das schön helle Bild von dem Video und die rechten Monitore stören aber nicht. Weil, ne, da habe ich ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ja aber eigentlich. Ich kann ja hier, wenn ich jetzt hier mein Fenster verschiebe, so, links und rechts schwarz machen. Indem ich eine virtuelle Arbeitsfläche habe, wo einfach alle Bildschirme schwarz sind, außer der mittlere. Weil einfach auf Vollbild ein schwarzes Fenster da ist. Und darüber kann ich dann halt in der Mitte Filme gucken. So. Und um da diesen Schwarzwert noch zu erhöhen, damit die noch schwärzer sind, ist halt LCD, kein OLED. Das heißt, auch bei Schwarz siehst du etwas. Deswegen kann ich dann halt die Helligkeit runterdrücken auf 0%, sodass ich dann wirklich nahezu nichts mehr sehe auf dem Bildschirm. So. Achso, fahren bringt ja gar nichts. Wir machen ja Kurzaufträge. Wow. Rechts ist gerade, links ist gerade ein sehr interessantes Bild. Ich dachte jetzt, es ist ein Grafikfehler, aber nein. Da ist gerade ein super interessantes Bild. Muss ich mal am Ende der Aufnahme zeigen, wenn ich dran denke. So, hier kommen wir wieder raus. Wir brauchen einen Auftrag. Das da brauchen wir. Nein, schon Auftrag. So, Helikopter hatten wir bereits. Nutzfahrzeug-Chassis könnten wir auch mal wieder machen. In Wyoming. Ganz ehrlich, warum nicht? Komm, let's go. So, Freibahn mit Marzipan. Achso, jetzt kommt ja diese Sequenz. Ach, der Auflieger wieder. Oversize Load. Nach der Größe muss ich auch immer suchen, wenn ich für mich Hosen kaufe. Was? Ui, schicker LKW. Also auch hier drinnen, ne? Mit dem Holz. Sieht nicht schlecht aus. Holy shit. That's not bad. Gut, hier hinten sieht es ein bisschen zu modern aus für dieses Armaturenbrett. Aber schon echt nicht schlecht. Na gut, dann würde ich mal sagen, gut, die Spiegel sehen wir eh nicht, sind viel zu weit außen. Brauchen wir also bloß die Spiegel an sich einstellen und nicht den Sitz. Halt, nein, ich wollte, das da. Gut, ganz ehrlich, die Spiegel brauche ich eh nicht einstellen, weil, sehen wir ja nicht. Hä? Achso. Ich brauche die 5, nicht die 4. So. Ja, sieht gut aus. Let's go! Turn left. Alter, voll die Reifenparade hier. Ah, schöner Klang. Mach auf hier! Muss ich anhecken?
Das Armaturenbrett sieht schon echt geil aus. Alter, warum ist die Konsole so voll? Zum Glück breite Straßen hier. Alter, geile Gegend hier. Holy moly. Hier gefällt mir gerade alles. Auch der Bach rechts. Wie geil das aussieht. Oh ja, man merkt, die Fracht ist definitiv etwas schwerer. Hä? Von mir entlang. So. Hab mich gerade schon gewundert, warum er da die Spur gewechselt hat. Ich dachte schon, der wollte da die Abkürzung nehmen. Also da hinten, die kleine Straße, da dachte ich schon. Wäre ich gerade ein bisschen nervös. Was soll ich gerade erzählen? Achso, ja, genau. Dass er nur 600 PS hat. Und das für die Fracht. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war, aber 60 Tonnen mindestens, ne? Ne, 90 Tonnen sogar. Holy shit. Naja, ist natürlich. Also, die Fracht wiegt 90 Tonnen. Der Auflieger kommt ja nochmal drauf zu. Das ist natürlich schon ordentlich so. Oha. Turn right. Easy. Easy. Oh, geht nach vorne ab. Okay, die bleiben alle stehen. Hier, sehr schön. Oh ja. Yeah. Komm, das schaffst du schon. Kann man drei, jo. Bitte mit 60. Geil. Leider nicht für uns. So. Auch ein geiles Lied, ey. Oh, was? Alter! Die Brücke sieht voll tief aus. Holy shit. Digga, die Brücken sind alle viel zu tief. Wow, Alter. Ich will nicht auf die Brücken konzentrieren, sondern mehr aufs Lenken konzentrieren. Ich fahre hier wie ein Rüpel. Aber ganz ehrlich, bei den Brücken kann man schon echt Angst bekommen, so tief wie die sind. Vor allem die erste gerade. Die zweite ging ja, da war genug Abstand, aber bei der ersten gerade habe ich mir schon ein bisschen in Schlüppel gemacht hier. Weil du weißt ja auch nie, wie die Alpha-Flächen sind, ne?
Alter, diese Neigekurve gerade, ey. Im Echt hätte ich da Angst, dass sie meine Fracht nach links überfällt. Ich meine, gut, der Gewichtsmittelpunkt ist relativ tief. Ja, also so schnell wird er nicht umfallen. Aber die Frage ist ja immer, wie gut das Ding drauf gesichert ist. Nicht, dass das Ding einfach zur Seite wegrutscht. Weil das sind ja halt 90 Tonnen, die zur Seite weg wollen. Und ich meine, die paar Ketten, die ich da hinten sehe, den traue ich jetzt nicht unbedingt 90 Tonnen zu. Das weiß man natürlich nicht, wie der jetzt noch irgendwo festgemacht ist. Ich meine, im Echt hättest du ein paar mehr Ketten. Aber eben. Hoffentlich. Na, geht gerade bergab. Warum sind sie gekurven? Eieiei! Ey, ich hab das Ding doch gar nicht berührt gehabt. Da war noch voll viel Platz rechts bei dem Ding. Voll unfair. Aber egal. Fracht kriegt ja keinen Schaden. Oh, oh, wir haben gar keinen Schaden bekommen diesmal. Lol. Aber links war gerade die ganzen Schilder, rechts kam schon wieder Leitplanke, ey. Ja, schon wieder alles sehr eng hier. Vielleicht sollte ich bei solchen Stellen doch etwas langsamer fahren. Achso, apropos langsamer fahren. Vielleicht mal ein bisschen Licht machen hier. Haben wir jetzt rund umleuchten hier? Nö. Leider gibt es in Amerika keine LKW, die stärker sind als 600 PS. Ich meine, gut, man könnte sowas natürlich auch übers Getriebe machen. Ne, wenn man bei Schwertransporter eh nur 40 fahren darf, dann kann man ja auch einfach Getriebe entwickeln, die dann eher auf den niedrigen Drehzahlbereich ausgelegt sind, da aber mehr Abstufungen haben, sodass man besser den effizienten Drehzahlbereich des Motors ausnutzen kann. Ich meine, andererseits haben wir eher durch doch schon relativ viele Gänge. Aber er sagt, 600 PS für 90 Tonnen bei so einer Steigung ist halt irgendwo schon echt heftig. Schon wieder so eine enge Brücke hier, Alter. Okay, doch. Aber ein bisschen mehr Platz.
Ich hab nur Angst, dass im Dunkeln, da sehen wir halt echt den Auflieger kommen. Ne? Also da Sachen abzuschätzen wird halt echt schwer so. Aber wir können eigentlich Trick benutzen, ne? Wir können ja eigentlich jetzt, sobald wir mit der Fracht fertig sind, können wir dann im Privaten fahren, einfach wieder die Nacht überpennen. Da können wir so ein bisschen die Nacht überspringen mit. Und apropos pennen, hier ist gerade ein guter Spot. So. LKW von der Fahrbahn runter. Sehr gut. 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 Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder.